Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Analysevideo auf diesem Kanal. Heute geht's um Paper Mario, The Origami King. Und ja, wir schauen jetzt in den Trailer rein. Wer den noch nicht gesehen hat, dann geht am besten mal auf den YouTube-Nintendo-Account und guckt ihn euch da an, weil ich werde ihn jetzt wieder zerstückeln, so wie wir das auch damals bei Animal Crossing gemacht haben, bei dem Update-Video zumindest. Und ich gucke einfach mal, was mir auffällt und nicht und sag meine Meinung dazu. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon im Voraus, dass ein neues Paper Mario jetzt rauskommt, weil ich habe die Nintendo 64-Version richtig gern gespielt. Das war mein allererstes Spiel, das ich sowieso jemals gespielt habe. Das habe ich dann als Kind auch 8 Milliarden Mal durchgespielt. Und die GameCube-Version fand ich auch richtig geil. Die Wii-Version war auch noch gut. Dann die DS-Version war irgendwie scheiße. Also diese Sticker-Star da, Color Splash, habe ich leider nie gespielt. Soll aber wieder in die richtige Richtung gegangen sein, wenn man dem Internet trauen kann. Und ja, das ist jetzt halt der Switch-Ableger. Und wir schauen einfach mal rein in den Trailer. Kling. Ja, gleich zu Beginn sehen wir hier schon, das Schloss sieht ein bisschen anders aus. Das sieht alles so ein bisschen mehr 3D-mäßig auf jeden Fall aus. So alles aus Pappe irgendwie. Das ist schon mal anders als früher, so wie ich das kenne. Da war noch alles richtig aus Papier. Und ja, da ist schon die böse Musik im Hintergrund. Peach kommt raus. Aber das wird ja wohl nicht die richtige Peach sein. Denn sie sagt, ja, oh, wie schön dich zu sehen. Letzte Frage, wirst du für mich einknicken und wie ich neu geboren werden? Ja, das ist auch schon wieder ein Hinweis, es ist nicht die Peach, die wir kennen, sondern jemand anderes. Wer genau das ist, das werden wir bestimmt später noch erfahren. Aber wir sagen natürlich, nein, wir wollen nicht so sein wie du. Ah, falsche Antwort, richtige Antwort, es spielt keine Rolle. Alle deine Antworten sind dünn wie Papier. Und nun, lebe wohl. Ja, genau so redet Peach in meinem Kopf. Nein, keine Ahnung. Die böse Peach auf jeden Fall. Und da hat sie uns einfach in die Kerker geschmissen, sozusagen. Ich finde es übrigens schön, wir sehen ja hier auf dem Boden auch diesen typischen Sonnenboden, wie man es aus Paper Mario 64 zum einen kennt, als man da mal gespielt hat, aber auch aus den alten Mario 64 Teilen und sowas. Finde ich sehr schön, dass die da wieder diese ikonische Sonne auf jeden Fall reingetan haben. Aber ja, sie schickt uns halt in den Kerker zu den bösen, bösen Leuten. Wie konnte Peach das nur wagen? Und hier sehen wir auch schon gleich im allerersten Bild danach. Wir sehen, rechts ist das normale 2D Paper Mario und links sind diese Origami-Leute. Und es wird wohl so sein, dass die Paper-Leute gegen die Origami-Leute antreten. Das heißt, man wird auch mit den in früheren Teilen bösen Leuten zusammenarbeiten, wie zum Beispiel hier den Hammerbrüder oder auch dem Cooper. Und diese Shy Guys scheinen halt irgendwie die böse Fraktion zu sein. Und hier sehen wir auch gleich noch Bowser, während im Hintergrund ein Koopa gerade mitgenommen wird. Es sieht halt so aus, als wenn die diese ganzen Papierleute mitnehmen würden und dann so zusammenfalten würden, wie diesen Bowser hier eben. Und ja, er ist halt hier im Kerker drin und wird festgehalten, sodass er nicht fliehen kann. Sehr brutal, das alles. Vielleicht wird das mal ein Paper Mario, das noch düsterer ist als die anderen Teile. Das wäre cool. Aber ja, Bowser, auch sehr interessant. Sieht man später auch noch mehr. Und hier sieht man dann auch nochmal den gelben Shy Guy, der sich aber verwandelt, denn in Wirklichkeit ist es, oh nein, König Olli. Das ist der Bösewicht im Spiel. Und der hat auch noch eine Schwester, die man aber später sieht. Ein Origami-Mysterium. Entfaltet sich. Genau, der hat nämlich irgendwie mit seinen Wibbons hier, was heißt denn Wibbon auf Deutsch? Luftschlangen? Mit seinen Luftschlangen hat auf jeden Fall das Pilzkönigreich ummantelt oder gefesselt und reißt es sogar raus, das sieht man auch später noch, aber der gute Shy Guy, der 2D Shy Guy kommt hier an und rettet sowohl Mario, warte, können wir auch nochmal sehen, sowohl Paper Mario als auch Paper Bowser und den kleinen linken Dude hier, das ist die Olivia und das ist tatsächlich auch die Schwester von dem König, von König Olli und so wie ich das bisher herausgeguckt habe, ist das auch der einzige Begleiter, den man im ganzen Spiel haben wird, der zumindest permanent bei einem ist. Aber auch dazu später mehr. Auf jeden Fall kommt da dann der nette Shy Guy ein und rettet uns zum Glück, bevor wir auch zu einem Origami-Typen werden. So, was sehen wir sonst? Wir sehen oben ganz klassisch die Leben, 50 von 50 Leben, es gibt Truhen. Das ist jetzt hier mehr oder weniger ein 2D-Abschnitt, also wo man wirklich nur von links nach rechts laufen kann, sehr geradlinig. Das war ja auch in älteren Teilen schon so. Wir sehen aber auch, die Welt außerhalb ist auch viel mehr 3D.
Und auch alles so mit Pappe. So ein Pappstil hat das halt alles. Aber auch schon so ein bisschen kaputt überall. Ob das auch was mit dem Olli zu tun hat? Keine Ahnung. Ob er vielleicht die ganze Welt irgendwie in Origami gehüllt hat? Weiß man auch nicht. Könnte ich mir aber sehr gut vorstellen. Dass man dann quasi die Welt vor dem Origami retten muss. Aber hier auf jeden Fall sehr geradlinig. Später wird es auch noch Level geben, wo man auch in die Tiefe gehen kann. Und nicht nur von links nach rechts gehen kann. Und mehr sieht man hier auf dem Bild auf jeden Fall nicht. Mario ist natürlich trotzdem noch in 2D da. So. Was frisst er das etwa? Ein Pappmaché-Gumba? Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, der alles auffrisst. Und ja, wir sehen ein bisschen von der Stadt, in der man locker auch rumlaufen kann. Er wird wohl eine Art Miniboss sein, dieser Pappmaché-Gumba. Auf jeden Fall witziger Stil. Der Stil gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ja, nochmal die Olivia. Noch ein kleiner Bomb-Omp gesagt. Mich? Naja, ich bin Bomb-Omp. Das könnte eine Anspielung darauf sein, dass der Bomb-Omp halt irgendwie ein Begleiter ist. Wir sehen aber auch hier wieder, dass neben Mario halt auch wieder die Olivia ist. Also die Olivia ist permanent bei Mario dabei, deswegen denke ich halt wirklich, dass die auf jeden Fall ein Begleiter ist. Also das ist fix, ob sie jetzt mit angreift oder sowas, wie in früheren Teilen, bleibt abzuwarten. In meinem Kopf ist das jetzt halt so, wo ich jetzt den Trailer ein paar Mal geguckt habe, dass man wirklich fast nie andere Begleiter bei Mario sieht. Immer nur so vereinzelt, aber die meiste Zeit ist er alleine oder halt mit Olivia. Deswegen denke ich, dass die Begleiter, die man hier so antrifft, nur für ein Gebiet da sind. Oder das ist halt einfach nur irgendein NPC, der hier was erzählt. Aber wieso sollten sie sonst diese Szene zeigen, wisst ihr? So ein Bomb-Bomb sieht man auch gleich übrigens nochmal. Aber erstmal kommt noch diese Szene. Ich wollte richtig gerne wissen, was hier hinten steht auf diesem Schild, aber ich kann es überhaupt gar nicht lesen. Irgendwie Blundrüttwrm. Ah, oder ist das... Na, ich kann es leider nicht lesen. Auf jeden Fall wird man die Gegner in der Overworld sehen können. Und ja, die dann ganz normal angreifen können, also wahrscheinlich auf die raufspringen können und sowas. Hier sehen wir einen geflügelten Gumba in Origami-Stil. Und auch die Ebene, wo man dann auch nach hinten laufen kann, etc. Und nicht nur von links nach rechts. Und wir sehen hier oben links auch einen Pilz, einen grünen Pilz. Das ist ja so ein One-Up-Pilz. Ach, den seht ihr jetzt gar nicht, ne? Das ist ja belastend. So, besser. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht zu viel verpasst. Mist, wieso habe ich das weggeschnitten? Na, hier oben ist auf jeden Fall ein grüner One-Up-Pilz. Und den kann man wahrscheinlich einfach fressen. Und wenn man dann keine Leben mehr hat, dann wird man wohl wiederbelebt. Das ist einfach nur so ein Indikator dafür. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch andere Pilze gibt, die einen, keine Ahnung, für den nächsten Kampf verstärken oder sowas. Ein roter Pilz oder ein, der einen andere Effekte gibt halt. Dass es dann nicht nur diesen One-Up-Pilz gibt. Und wir sehen auch hier eine Tasche. Das wird wohl das Inventar sein. Aber sonst sieht man in diesem Bildschirm auch nicht so viel. Genau, hier sieht man dann auch wieder den Bomb-Omp. Ich denke, das ist derselbe wie eben in der Gondel. Könnt jetzt darauf schließen, dass das doch ein Begleiter ist. Oder halt, dass er wirklich nur in diesem Bereich jetzt dabei ist. Das weiß man halt nicht. Ansonsten sieht das mir hier so aus wie so ein Minispiel. Weil hier oben hat man auch 5 Leben, das heißt, man kann irgendwie getroffen werden. Und wenn man dann 5-mal getroffen wurde, dann ist halt so am Arsch. Dann hat man halt verloren und man muss halt Münzen sammeln. Ansonsten haben wir hier noch einen blauen Toad. Das finde ich leider auch ein bisschen doof bei den Toads. Also ihr seht hier diesen blauen Toad, der hat zumindest eine Mütze auf, aber die Toads sehen wieder alle gleich aus. Das war halt das richtig Geile bei der Nintendo 64-Version. Da hatten die Toads alle andere Designs, sie hatten andere Charakteristiken und sowas. Und hatten alle so, sie waren halt... eigen. Und je weiter aber die Serie immer weiter vorangeschritten ist, wurden die Toads immer gleicher und jetzt sehen die halt einfach alle blau aus oder alle rot. Aber zumindest hat der mal einen Hut auf, das ist ja schon mal was. Und hier haben wir, glaube ich, auch wieder Olivia an der Seite. Also die ist immer da. So, das ist auch neu. Solche Ziehharmonika-Arme. Die werden wohl dafür da sein, dass man einfach mit der Umwelt interagieren kann und auch Puzzle lösen muss. Wir sehen hier auch auf dem Boden, da ist so eine Handsymbol. Und überall, wo diese Handsymbole sind, kann man die dann nutzen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es dadurch zu einfach ist. Ich hoffe, Nintendo wird auch Geheimnisse einbauen, wo eben nicht so ein Teil auf dem Boden ist, weil sonst ist das wirklich, guck mal hier, es leuchtet. Nutz deine Arme und etwas passiert. Und das fände ich vielleicht ein bisschen sehr lame. Aber ja, diese Ziehharmonika-Arme werden wahrscheinlich auch sehr viel zum Einsatz kommen. Zumal es ja eigentlich eine Fähigkeit ist, die dem Origami-Stil zuzuordnen sind. Also eigentlich was Böses. Bin ich mal gespannt, ob es da dann auch noch mehr Fähigkeiten gibt oder ob das die einzige Origami-Fähigkeit bleibt. Vermute aber mal schon sehr, sehr stark, dass da noch mehr kommen wird.
in diesem nächsten Screen wirklich gar keine Ahnung, was die mir hiermit sagen wollten. Tada, na, wie sehe ich aus? Ja, wir sehen halt Kirby Cooper und Bowser Jr. und auch wieder Olivia und Mario in einer heißen Quelle. Aber warum und wieso und weshalb? Ah, gar kein Plan. Kann aber sein, dass Baby Bowser davor vielleicht zu einem Origami-Typen geworden ist und dass diese Quelle, in der die jetzt drin sind, Origami-Leute wieder zu Paper-Leuten macht. Das kann sehr gut sein, weil er halt fragt, wie sich aus. So, dann haben wir hier ein Pyramiden-Level. Wieder mit einem gelben Toad, der eine Art Schatzsucher ist. Aber auch hier denke ich wieder, das ist kein Begleiter oder halt nur für diese Pyramide. Oder was auch noch sein kann, dass er so ein Schatzsucher ist, wie auch beim Nintendo 64-Teil. Da gab es auch so einen Koopa-Schatzsucher, der halt mehr oder weniger mal ein NPC war und der die Story dann vorangetrieben hat. Aber sicher sein können wir uns da nicht. Und wir sehen hier im Hintergrund einen Schatten, der ein bisschen so aussieht wie Pete von Ralf Rute, wenn ihr den kennt. Dieses Versuchsobjekt. Aber das, ja, wird irgendein Bösewicht sein. Weiß man aber nicht genau, was der vorhat. So, nächste Szene sehen wir eine riesige Landschaft in der Wüste. Das erinnert mich sehr doll an Mario Odyssey, an die Wüstenwelt da. Auch wieder mit frei rumlaufenden Gegnern auf jeden Fall. Und auch hier sehen wir wieder diese Luftschlangen, die überall in der Welt irgendwie verteilt sind. Als nächstes kommen dann irgendwie ein paar Szenen, die sehr actionlastig aussehen. Also zum Beispiel hier so eine rollende Kugel, vor der man flüchten muss. Oder eine Papierfliegerfrigade. Also das ist alles sehr kriegsmäßig irgendwie aufgebaut. Auch wieder ein riesiger Schildkrötenpanzer, von dem man weglaufen muss. Also ich glaube, man muss sehr viel weglaufen in diesem Spiel. Aber was mir auch wieder auffällt hier, Leute. Mario ist halt sau oft alleine. Hier ist er zum Beispiel alleine in dieser Weglaufszene. Und hier nämlich auch. Na okay, Olivia ist jetzt halt bei ihm, aber die anderen sind immer nicht da. So, hier sehen wir dann aber auch nochmal die Ziehharmonika. Diese Ziehharmonika-Arme. Die wird man wohl mit den Joy-Cons auch benutzen können. Wenn man die dann so runterdrückt, dann zieht er auch irgendwo. Hier sehen wir aber auch wieder dieses Handsymbol auf dem Boden, was das halt sehr offensichtlich macht. Also ja, aber wisst ihr, was ich davon halte. So, dieser Raum ist auch sehr, sehr interessant. Das kann halt entweder zu einem Boss leiten, weil das ja auch wieder in diesem Pyramiden-Style irgendwie ist. Aus dieser grauen Röhre wird man wohl rausgekommen sein. Und dann gibt es halt 6 verschiedenfarbige Röhren. Das könnten jetzt jedes Mal ein Rätsel sein. Oder man muss in jede Röhre in der richtigen Reihenfolge reingehen. Sowas gab es ja auch schon in früheren Teilen mal. Oder das ist eine Art Overworld. Und es gibt insgesamt 6 Welten mit so Bossen, die man alle legen muss, bevor man dann gegen den König Olli kämpfen kann. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Ja, was man hiervon halten soll, gar keine Ahnung. Man kann angeln. Zumindest angelt Mario ein Riesen-Cheep-Cheep aus dem Wasser und der Cooper hinten freut sich. Ja, wow, Mario, du bist der Beste. Und hier sieht man das erste Mal das Kampfsystem tatsächlich. Das ist sehr, sehr merkwürdig aufgebaut, muss ich sagen. Also man sieht oben rechts, wie eine Zeit runterläuft. Also man hat, glaube ich, so 30 Sekunden Zeit. Wenn man jetzt sich nicht mehr Zeit gibt, also es gibt ja da unten diese Möglichkeit, wenn man Plus drückt, mehr Zeit. Das kostet dann wahrscheinlich irgendwas, entweder Geld oder irgendwas anderes. Und ja, das Kampfsystem ist anscheinend so aufgebaut, dass man diesen Ring in der Mitte drehen kann und jeden einzelnen äußeren Ring dann auch noch. Und dann kriegt man immer so Aufgaben, wie zum Beispiel, bring alle Gegner in eine Reihe oder lass keinen Gegner den anderen Gegner berühren. Was weiß ich, was Nintendo sich da ausdenkt. Auf jeden Fall ist das dann so eine Art Rätsel am Anfang, dass man diesen Kreis in den 30 Sekunden richtig drehen muss. Und dann beginnt erst der richtige Kampf. Und auch hier, Mario ist wieder alleine. Hat also keinen Begleiter. Kann natürlich sein, dass das noch sehr, sehr früh am Anfang des Spiels ist. Und dass er deswegen noch keinen Begleiter hat. Aber kommt mir schon komisch vor, dass man so selten Mario mit anderen Begleitern sieht, vor allem bei den Kämpfen und sowas. Ansonsten aber sehr schön, dass es wieder Publikum gibt. Ich hoffe, die haben auch irgendeine Relevanz. Von wegen, wenn du gut kämpfst, dann kriegst du mehr Zuschauer. Und wenn du mehr Zuschauer hast, dann kriegst du auch mehr Geld und sowas. Das fand ich immer ziemlich witzig bei den älteren Teilen. Ja, und wenn man die richtig angeordnet hat, dann kriegt man halt irgendwie einen Buff dazu. Toll angeordnet, Angriffskraft erhöht, 1,5 Dings. So, dann sehen wir hier so eine arabische Stadt, wieder mit komischen Scheingeist, die aber alle in 2D sind. Das heißt, das sind wohl liebe Leute. Ja, kann man einfach sich frei bewegen, wird wohl auch wieder Shops geben, etc. Halt normalen RPG-Kram. Finde ich schön. Das ist auch noch sehr interessant. Man hat ein Boot und das erinnert halt mega an Zelda Wind Waker, oder?
Damit könnt ihr die Welt natürlich ultra groß machen, auch wenn das hier jetzt aber eher so aussieht, als wenn da nicht so viel wäre. Man sieht halt im Hintergrund ein paar Berge und sowas, auf die man aber alle nicht ran kann. Und im Vordergrund ist so eine ganz, ganz kleine Mini-Insel, auf der aber auch nichts drauf ist. Also was man davon halten soll, wirklich gar kein Plan. So, hier sieht man nochmal, wie der gefaltete Bowser einen zumindest folgt. Aber auch der gefaltete Bowser wird doch kein Begleiter sein, oder? Auf jeden Fall, naja. Ich denke, das sind eher so alle Story-Begleiter, aber keine, die dir im Kampf helfen oder so. Sonst ein paar Jump'n'Run-Dinger. Ach, hier sieht man tatsächlich doch einmal, wie er angreift. Gegen kleine Origami-Buhus. Die sind ja süß. Lol, ein Kabuki-Fromp. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen davor. Aber das wird die Geschichte erklärt sein, ne? Und ganz viele Ninjis! Oh nein, was geht da denn ab? Ja, das wird wohl irgendwie so eine Art Miniboss. Showcase hier gerade sein, also sowohl mit den Ninjis, dass die sich irgendwie zusammentun und einen großen Boss ergeben, als auch diesen, ja, was soll das sein? Stromkabelgegner? keine Ahnung, kann ich nicht so richtig viel mit anfangen. Dann wie die Fregatte gegen das Schiff von Mario knallt. Hier sieht man auch nochmal schön, dass Mario zusammen mit den ganzen sonst Bösen zusammenarbeitet. Also hier Mario und halt die ganzen, die sonst böse sind. Und der Origami-Typ will das aber verhindern und knallt mit seinen Papierfliegern gegen die Flotte gegen. Und ja, hier sieht man dann auch, wo das Schloss dann am Ende ist, nämlich auf irgendeinem Berg. Man sieht das Schloss nicht direkt, aber man kann sich das ja vorstellen. Das hier wird mehr oder weniger, ja doch, wird schon das Ende sein. Auf jeden Fall wird das Schloss mal wieder rausgerissen, das machen die auch häufiger mal bei Paper Mario. Und auf den Berg gepackt. Ist jetzt nicht so spektakulär wie ein Nintendo 64-Teil, wo Bowser einfach in den Weltraum gereist ist, aber trotzdem spektakulär. Und ja, das war der Trailer zu Paper Mario The Origami King. Ich vermute mal, also das war jetzt der deutsche Trailer, aber ich vermute mal, dass sie den Titel auch noch eindeutschen werden. Das wäre auch nicht schlimm. Der Origami-König ist ja fast dasselbe. Finde ich ein bisschen merkwürdig, dass sie das hier noch nicht übersetzt haben. Und kommt tatsächlich schon am 17.07. raus. Das sind gerade mal 2 Monate. Das ist echt heftig. Das ist ja no time. Ich freue mich auf jeden Fall und werde es mir auch auf jeden Fall vorbestellen. Oh! Hä, so weit habe ich noch gar nicht geguckt. Es geht ja noch weiter. Was ist denn hier los? Samus Aran? Das wird nur so sammelbares Zeug sein, oder? Hier sieht man auch wieder den Bomb-Omb. Okay, jetzt glaube ich schon, dass er irgendwie ein Begleiter ist. Aber wenn er nicht mitkämpft, ist das auch komisch. Als ob er sich den Helm aufsetzen kann. Ja, genau! Als ob! Das hat man auch nicht alle Tage. Ich glaube, er kämpft gerade gegen jemanden. Das sieht echt spacig aus. Das könnte eventuell aber eine Anspielung sein an Switch VR, weil die haben ja auch so ein VR-Gedöns irgendwie gemacht. Und da dann auch irgendwie da reingehen könnte. Fände ich witzig. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen gehabt. Ja, cool, aber das ist der Trailer. Sehr schön, wie ich finde. Und wir können auch mal kurz auf die Nintendo-Seite gucken, weil da steht ja vielleicht auch noch was. Also, ja, vorbestellen ist ab sofort möglich. Für 60 Euro ist ein bisschen teuer vielleicht. Ja, hier wird auch nochmal klar, dass die Paper-Seite halt gegen diese Origami-Seite kämpfen wird. Guck mal, hier sieht man auch nochmal neue Gegner. Also alle normalen 2D-Leute gibt es auch nochmal in dieser Origami-Version. Das heißt, der Olli, komischer Name by the way, wird die wohl alle verwandeln, sodass sie dann böse werden. Genauso wie Peach halt. Meint er ja auch, mit diesen Neugeboren werden und so. Ja, und dann noch ein paar Bilder, die aber auch nichts wirklich Neues zeigen, außer hier, es gibt wohl ein paar Minispiele und so. Und dieser Bob Omb ist überraschend häufig auf den Bildern mitzusehen. Also entweder halten sie sich sehr bedeckt mit den Begleitern, dass man nur diesen einen Toad sieht und den Bob Omb. Oder aber es ist halt wirklich so, dass Mario die meiste Zeit auf sich alleine gestellt ist. Das hier fand ich auch noch sehr, sehr interessant. Weil anscheinend soll man Toads retten, die in aberwitzigen Situationen feststecken. Und anscheinend hat das bis jetzt immer was mit Tanzen zu tun. Guck mal, hier machen die diese komischen Pappmaché-Shy Guys Ballett. Und da oben haben die ja auch irgendwie getanzt gehabt. Das ging bestimmt auch um irgendeinen Toad. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, es gibt noch mehr außer diese Faltarme an Fähigkeiten, dass sie da sich noch ein bisschen was einfallen lassen haben. Aber so wie ich Nintendo kenne, sollten die das schon irgendwie hinbekommen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das dann mit diesem Ringkampfsystem wird. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen nervig ist, wenn man am Anfang immer so diese Rätsel da lösen muss. Also Rätsel in Anführungszeichen.
pack sie in eine Reihe. Ja, wow. Das soll halt irgendwie so einen Action-Aspekt ins Spiel reinbringen, verstehe ich schon. Aber vielleicht ist das ein bisschen zu stressig. Weil gerade die alten Teile waren ja eher RPG und dann immer so rundenbasiert. Man hatte schön viel Zeit, immer zu überlegen, was man machen kann. Und wenn jetzt am Anfang so ein Rätselkram da ist, dann wird es wieder ein bisschen stressig. Ist vielleicht nicht für jeden was. Aber so von den Bildern finde ich auf jeden Fall, sieht das sehr interessant aus. Ich werde es wie gesagt kaufen. Und auf jeden Fall auch anspielen. Und ja, dauert ja auch gar nicht mehr lang. Das habe ich viel zu lange gequatscht. Vielleicht habt ihr ja irgendwas aus diesem Video mitgenommen. Keine Ahnung, ich habe einfach mal meine Gedanken rausgehauen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn ihr es tatsächlich bis hierhin geschafft habt, dann schreibt einfach mal Taschenrechner in die Kommentare. Wird garantiert gar keiner schreiben. Egal. Und dann bis zum nächsten Mal. Könnt ihr auch mal schreiben, was ihr von diesem Spiel haltet, by the way. Tschüss.